Da sind wir zum Freitag. Letzter Handelstag der Woche. Ordentliches Hin und Her diese Woche auch gegeben, gerade bei den Indizes. Da schauen wir heute im zweiten Teil auch nochmal direkt rein. Das heißt, wir blicken hier mal im Halbjahr sozusagen auf das, was bei den Indizes passiert ist und was jetzt quasi nach dem Future Rollover, also nach dem letzten Hexensabbat sozusagen, nach der Fälligkeit der alten Futures, möglicherweise hier vor uns an den Märkten passieren kann. Das machen wir einfach auf Grundlage einer technischen Analyse. Das heißt, wir pflücken nachher auseinander den DAX, wir pflücken den Dow, den S&P 500 und den Nasdaq mal ganz im Detail auseinander. Machen wir wirklich in aller Seelenruhe. Vorher gibt es ein paar Ideen wie jeden Morgen drei Stück an der Zahl. Wir gucken heute auf das Brennt mit einem schönen Umkehrsignal. Was es hier zu beachten gibt, wird uns auch der Chart verraten. Wir blicken bei den Währungen auf das US-Dollar oder auf den US-Dollar, Schweizer Franken und Australdollar, Neuseeland-Dollar haben wir hier heute mit im Fokus und selbstverständlich hier an dieser Stelle für all diejenigen, die live zuschauen. Auch das werden wirklich immer, immer mehr. Da freue ich mich auch tierisch drüber. Bitte einfach weiterempfehlen. Viele Sachen sind wirklich richtig toll, die wir hier jeden Morgen sehen. Da gibt es schöne Bewegungen, das lädt zum Traden ein. Das heißt, einfach rein hier. Morgens kostet nichts, bringt aber eine Menge. Danke für die Weiterempfehlung an dieser Stelle schon mal. Und ich freue mich, wenn es weiter wächst. Jo, heißt also, wer eine Frage hat, rein in die Chats. Ich gehe gerne auch auf die Wunschmärkte ein. Facebook und GoTo, das ist ja mittlerweile bekannt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt gehen wir erst einmal kurz über den Risikohinweis drüber. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann blicken wir als nächstes ja auf die Nachrichten. China hat Feiertag, das ist Nummer eins, okay, das passt. EZB-Präsidentin Lagarde spricht, das könnte sehr, sehr interessant sein. Jetzt steht hier noch in 47 Minuten, das war in der Vorbereitung, ich glaube für um 9 rum ist die Frau Lagarde angekündigt. Das bleibt immer sehr, sehr wichtig, wenn die EZB-Präsidentin am Rednerpult steht. Da gibt es wichtige Infos, die wägt der Markt gut ab und deswegen müssen wir das unbedingt auch auf der Uhr haben. Was gibt es heute noch an wichtigen Terminen? Wir sehen es hier an dieser Stelle aus den USA. Meiner Achtung nach ist das wirklich sehr, sehr wichtig, hier nur mit zwei Köpfen der Bullen hintersehen. Aber trotzdem, die USA ist ein Land, wo die Binnenwirtschaft extrem wichtig ist und deswegen sind die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen halt auch sehr, sehr wichtig. Und diese beiden Zahlen bekommen wir heute um 16 Uhr. Wir sehen es hier, die Erwartungen liegen in etwa so wie im vorherigen Monat, ne? Bei den Konsumentenerwartungen erwarten die Analysten einen Marker von 73,1 wie im letzten Bericht und bei dem Verbrauchervertrauen einen ganz, ganz leichten Anstieg. Da hatten wir im letzten Report 78,9 und die Analysten erwarten jetzt hier laut den Zahlen, die wir hier sehen, einen Wert von 79. Und für diejenigen, die auch auf die COT-Reports schauen, wie immer zur Abrundung des Ganzen hier freitags, da gibt es natürlich wie immer die COT-Reports. Das Ganze heute veröffentlicht um 21:30 Uhr. Das ist das, was heute an Nachrichten auf uns wartet. Und da würde ich sagen, bevor wir uns nachher die anderen Nachrichten noch angucken, gehen wir mal in aller Ruhe in die Charts rein dazu, für das, was heute kommt. Heißt also, an dieser Stelle blicken wir zuerst einmal in den Ölmarkt. Da haben wir hier auf der Uhr das Brent. Ja, das im Tageschart erst einmal zu sehen mit einem schön laufenden Aufwärtstrend an dieser Stelle. Kurzen Augenblick, ich mache mal das Ganze noch ein bisschen größer, damit wir es besser sehen können. Also, schaut es euch an. Was haben wir hier? Ganz klar. Nach dem brutalen Abschub runter hier läuft der Markt hier schön trendig nach oben. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, wenn man das Bild zusammenrafft, sieht man es besser. Hier der starke Abwärtstrend, das Zwischenhoch des Abwärtstrends, das hat man hier bei 32,80 liegen. Der Markt, der Index, die Preise für das Brent sind mittlerweile deutlich drüber gegangen. Wenn wir uns den Chartverlauf mal anschauen, wir haben hier oben, ja, das Gap ist ja gerissen worden hier zwischen 45,75 und den Marken hier unten. Wo hat man da den Eröffnungskurs? Den hatten wir hier unten knapp stehen bei, das war die Eröffnung bei 35,90. Also diese Kurslücke hier, da ist der Markt gerade dabei, diese Kurslücke zu schließen. Das heißt,
wenn dieses Umkehrsignal von gestern, das haben wir hier, diese schöne Umkehrkerze auf Tagesbasis, wenn diese tatsächlich durch weiter steigende Kurse bestätigt wird, dann haben wir hier gute Chancen, weiter nach oben zu laufen, hier übers Trendhoch, das haben wir momentan bei 43,67 liegen, in Richtung 45,75, das ist erstmal das Gap-Close, das ist mal locker das Potenzial, was oben rausläuft hier, und danach könnte es durchaus weiter nach oben gehen, das allerdings wohlgemerkt wirklich nur aus technischer Sicht, rein technische Sicht, das Ganze hier, das sind die Fundamentaldaten jetzt nicht wirklich stark einbezogen, weil wir sehen ja hier beim Öl, es geht jetzt nicht in die Situation rein, dass wir deutliche Rückgänge in den Rohöllagerbeständen haben. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen, ich hole mal kurz die Grafik rüber. Wir hatten ja diese Woche die Rohöllagerbestände da. Das passt jetzt hier zum Öl gut, deswegen schaue ich mal kurz in die Nachrichten drüben rein für diese Woche. Kurzen Augenblick, diese Woche, das hatten wir am Mittwoch, die Rohöllagerbestände. Da hatten wir nämlich einen Zuwachs von 1,4 Millionen Barrel, und die Grafik, schaut euch das mal an, die sieht momentan, ich schneide es mal kurz aus, da haben wir es, so, da ist das Snipping Tool, zack, so, einmal ausschneiden bitte. Wir sehen die Zahlen, die sind halt schon ein bisschen tricky hier. Das habe ich mir geholt von investing.com an dieser Stelle. Und wenn wir uns diese Grafik im Hintergrund mal anschauen wollen, wir sehen es halt hier, ne? Also für einen deutlichen Lagerrückgang wäre es halt schon schön zu sehen, dass der Markt hier ja deutlich nach unten geht. Also abnehmende Lagerbestände hat. Wir sind jetzt zwar nicht mehr in dieser starken Übertreibungsphase oben drinnen, aber nichtsdestotrotz, wir kommen noch nicht so, dass die Lagerbestände deutlich runtergehen, ne? Also wir müssen hier wirklich erstmal ein bisschen eine Normalisierung abwarten, wenn wir uns das Bild jetzt hier an dieser Stelle mal anschauen, was hier aus diesem ganzen Bestand wird. Und dann ja, wird man sehen, wie der Ölmarkt hier sich entsprechend weiterentwickelt. Also hier ist die Entwarnung nicht da, dass es runtergehen kann, aber die Chancen für die Oberseite, die sehen wir auf alle Fälle da, die sind gegeben, und deswegen schauen wir uns den Ölpreis, also das Brent, mal kurz noch im Stundenchart an. Und da sehen wir schon, was ich hier an dieser Stelle, sage ich mal, noch mit eingezeichnet habe, nämlich dieses Level hier oben um die 41,50. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Marke. Und zwar haben wir gestern diese starke Umkehrkerze auf Tagesbasis gesehen. Und hier drunter sehen wir mal den Trendverlauf des oder der Vortage. Das heißt, wir haben ja im Brent hier, wir hatten das Brent diese Woche ja schon mal besprochen, als wir hier oben tatsächlich den Ausbruch gesehen haben, sind wir dann natürlich drunter gelaufen. Das heißt, hier kam jetzt nicht wirklich mehr, hier ging es in die Korrektur rein. Die vorangegangene Bewegung ist zu gut 50% korrigiert worden, dann kam das Umkehrsignal. Das ist wirklich eine schöne Situation. Und was jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich diesen Bereich hier, den ich momentan grün markiert habe, dass wir den aus dem Markt rausnehmen. Das ist ein extrem wichtiges Level, und zwar ist das wirklich das Level, was hier, ich muss das, glaube ich, in einer anderen Farbe machen, grün ist hier definitiv die falsche Farbe. Ich mache das mal eben in rot, weil das ist schon ein starkes Widerstandslevel, wenn man sich das im kleinen Bereich mal anschaut. Weil, wenn man es mal sieht, hier Bewegung, Korrektur, dann gab es den starken Rutsch nach unten. Hier sind wir gelaufen in so einem Außenstab. Also das war schon eine extrem hohe Dynamik. Und das ist die Umkehrkerze von gestern. Das heißt, was ich jetzt sehr charmant fände, ist, wenn wir hier noch ein bisschen Korrektur sehen, so ähnlich wie ich es hier sozusagen skizziert habe, und dann nach oben durchschieben. Das heißt, dieses Widerstandslevel hier um die 41,50 dann direkt rausnehmen, das wäre ein starkes Zeichen. Das heißt, egal wo wir jetzt hinlaufen, wir sehen ja hier so ein bisschen Korrektur, das wäre dann wirklich, wenn es dann nach oben geht, wirklich eine gute Geschichte für die Long-Seite. Das wäre dann die Bestätigung der Tageskerze von gestern, also des Umkehrsignals. Und dann haben wir alle Karten offen, weiter nach oben zu laufen. Hier erst einmal zum Trendhoch bei 43,67 als Zwischenmarke, als Zwischenanlaufpunkt, können wir hier ganz klar, oh, das wollte ich nicht löschen, tut mir leid, können wir hier ganz klar mal den Bereich um die 42,64 sehen hier, wo ich diese grüne Linie jetzt reingelegt habe. Das könnte durchaus ein Kauflevel sein, wo wir Druck nach oben auch reinbekommen, wenn hier Absicherungsorders liegen, und dann die 43,67 anlaufen. Das ist eine gute Sache, da können wir schon die Frage beantworten, wer nach uns hier ins Spiel kommt für die Oberseite. Und wenn wir dann tatsächlich hier die 43,67 rausnehmen und es zur Fortsetzung des Trends kommen, ja, das wäre dann das technische Signal, dass man sich wieder ein Stück
weit Richtung dieses Gap-Hochs hier oben, beziehungsweise dieser initialen Gap-Situation bei 45, 75 ganz klar nach oben annähert. Ne? Das ist das, was wir hier sehen. Und wie schon gesagt, die untergeordnete Zeiteinheit, die zeigt uns hier, wann es so weit ist. Sehen wir tiefer gehende Kurse, schauen wir nach unten hin. Und zwar haben wir hier das Zwischentief liegen bei 39,35. Und schaut euch einmal an, das ist auch ein relativ schönes Level hier an dieser Seite. Und zwar ist das in gewisser Art und Weise ein ehemaliger Kaufbereich, den wir hier an dieser Stelle hatten. Deswegen mache ich das mal kurz grün. Kaufbereich deswegen, hier haben wir einen Abgabedruck gehabt. Hier drüben war die Trendfortsetzung an dieser Stelle. Das heißt, hier dieses Level, da wurde abverkauft. Hier sind wir reingelaufen, kurz drunter verweilt und dann kam der Bruch oben drüber. Das ist der Kaufbereich, den wir hier haben und der wurde hier drüben schon mal verteidigt. Das heißt, also wenn wir jetzt nach unten laufen sollten, hier unten haben wir doch einen guten Auffangbereich. Ne? Und wenn wir hier tatsächlich vorher rumdrehen, durchaus gut die Chance, dass wir dann das Long-Szenario wieder aufnehmen. Mit Blick auf die Kursrückgänge müssen wir hier nochmal ein bisschen näher ins Detail gehen, weil da sehen wir ja hier diese erste trendige Aufwärtsbewegung. Das ist ja da, wenn ich mal den Lower Time Frame reinmache, sieht man es. Hier seht ihr das. Hier ging der Markt nach oben und da trendeten die kleinen Zeiteinheiten schön nach oben durch. Und das Level, in denen dieser Trend entstanden ist, das wäre dieses hier. Schaut mal, da hatten wir so ein kleines Zwischenhoch. Also hier, Moment. Jetzt hier, das ist der Bereich hier, wo der Trend entstanden ist, wo ein wichtiger Verkaufsbereich rausgenommen wurde. Das ist interessant. Und was wir jetzt hier sehen, ist halt, schaut euch das mal an hier. Hier ging es nach oben, dann die Korrektur, dann ist unten ein höheres Tief gemacht worden, auch wenn es nur marginal war. Es ist technisch gesehen ein höheres Tief und jetzt ist der Markt hier hochgelaufen. So, und das ist die Bewegung nach oben. Jetzt sehen wir die Korrektur und dieses Level hier unten drinnen, also diese Marke hier, dieser Bereich um die 40, 36 bis, ja, was haben wir hier, 40, 50 in etwa, das ist das Schwunglevel. Durchaus auch ein guter Anlaufpunkt, um aus der Korrektur heraus nach oben zu drehen und dann die Oberseite ranzulaufen. Also hier können wir gut hinschauen, hier zeigt uns der Markt, was los ist und das wäre sehr, sehr schön an dieser Stelle mit Blick in Brent und die mögliche Aufwärtsrichtung, die wir hier an dieser Stelle auch mit da haben. Hier, da, das Rohstoff. Übrigens Rohstoff, ich sehe gerade noch, es gab eine Frage, ob wir noch Zeit haben, Silber und Hongkong 50 zu besprechen im Stundenchart. Jawohl, das mache ich gerne. Da kümmern wir uns drum, wenn wir die Handelsideen durch haben. Wir machen mit den Handelsideen erstmal weiter und blicken auf die Währungspaare. Und zwar starte ich hier mal durch mit Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Hier der Blick zunächst erst einmal in den Tageschart hinein. Eine Situation, die wir hier vorfinden, ist, dass der alte Aufwärtstrend oder der Aufwärtstrend generell, den wir seit dem März tief unten gesehen haben, dass der gebrochen wurde. Wir sehen es hier, das Zeichentool bzw. das Trenderkennungstool, das MTO in Live-Signal, was hier im Hintergrund mitläuft, hat es uns auch angezeigt. Hier drüben kam der Bruch vom Trend. Hier diese blaue Linie ist reingelaufen bis in den Unterstützungsbereich um die 10575. Das sehen wir hier drüben, war das auch ein Kaufbereich. Hier war es ein Kaufbereich. Das hat jetzt im letzten Test auch dafür gesorgt, dass der Markt nach oben gegangen ist. Und was wir hier auch sehen, ist durch aus die Chance, dass der Markt weiter nach oben möchte, weil wenn wir uns mal die untergeordnete Zeiteinheit anschauen, dann sehen wir hier schon an dieser Stelle, dass der Markt hier auch die Dynamik etwas versucht, nach oben mitzunehmen. Aber ja, hier ist natürlich alles oder noch nicht alles rausgenommen an dieser Stelle. Das heißt, es ist ein bisschen tricky, die Situation mit Blick einer genauen Feststellung im Tagestrend, weil da haben wir momentan noch keinen Trend. Wir haben aber gute Chancen und zwar gute Chancen auf Bewegungen. Und das schauen wir uns mal kurz im untergeordneten Bild an. Ich gehe mal eben hier in den 4-Stunden-Chart rein und im 4-Stunden-Chart sehen wir hier im Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar das kleine Hin und Her, aber mit der Chance durchaus nach oben raufzulaufen. Nämlich die Situation, die wir hier hatten, ist, dass dieser Bereich hier oben als, sag ich mal, ehemaliger Verkaufsbereich schon mal angelupft wurde. Ne? Also untergeordnet ist dieses Level, was wir hier haben, um die Marke von 1073 in etwa, ein Bereich gewesen, den wir hier aus dem leichten Boden, der ist gebildet worden bei knapp 1063 hier in diesem Bereich unten, was ich grün gekennzeichnet habe,
Sind wir jetzt schön abgeprallt? Der ein oder andere wird sagen, ja, da haben wir auch ein W, also ein Doppelboden sozusagen mit drinnen, der auch dazu geführt hat, dass wir erstmal über das Widerstandslevel hier drüber gelaufen sind. Und jetzt wird es wichtig, was hier passiert. Jetzt müssen wir wirklich hochkommen, um nach oben durchzulaufen. Die Chance ist auf alle Fälle da. Heißt also hier, wenn wir es mal sehen, es ging hier nach oben. Wir haben einen kleinen Trend am Laufen hier an dieser Stelle. Hier die Korrektur, hier entsprechend der Ausbruch, die Trendbildung und der Ausbruch über den Widerstandsbereich. So, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur. Und diese Korrektur kann ja ohne weiteres auf der Unterseite noch reinlaufen, hier bis in dieses kleine Zwischentief um die ja, knapp 1,066. Das ist alles kein Problem. Gut wäre es aber, wenn wir es vorher nach oben laufen sehen. Das heißt, wenn wir jetzt direkt auch schon rumdrehen und weiter nach oben gehen, wäre das das Zeichen, dass wir hier möglicherweise wieder, wenn wir den Tageschart nochmal reinnehmen, ein Stück weit nach oben reinlaufen, hier Richtung des Zwischenhochs, ja, weil wir kommen ja von tief unten und eine Gegenbewegung könnte sich durchaus auch nach oben rausdehnen. Wenn der Markt allerdings das Verhalten an den Tag legt, was wir bei vielen, vielen Währungen in letzter Zeit sehen, dass wir nach so einem Bruch ein Stück nach oben antesten, um dann nach unten rumzudrehen, dann wird es wirklich sehr, sehr interessant, auch für die Unterseite. Und das sehen wir hier auch in diesem Chart schon schön zu sehen, wenn ich das mal ein bisschen zusammenraffe, was wir auf der Unterseite alles schön am Liegen haben. Das heißt, wenn das Ganze hier nur ein Fake ist, ja, und die Chancen dafür sind halt auch da, wenn man es mal so sieht, sich das Ganze mal anschaut, wie der Markt sich hier verhält, wenn man mal dieses Chartbild sich anschaut, dann bildet sich hier in gewisser Art und Weise schon ein Keil aus. Und wir wissen ja, dass Keile in dieser Art und Weise eher durch die steilere Seite durchbrochen werden, also eher hier durch die Unterseite. Und da kommt jetzt wieder das ins Bild beziehungsweise zum Tragen, was ich gerade gesagt hatte mit der Longseite. Wenn die Longseite nicht gespielt wird und wir es tatsächlich nicht schaffen, von unten nach oben abzuprallen und in Richtung dieser ersten Initialbewegung hier, die blau markiert ist, reinzulaufen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach unten rumdreht. Und dann ist der Punkt, wo wir jetzt stehen, ein relativ interessanter Punkt, weil, wenn man sich das nochmal vom Nahen anschaut und wir hier tatsächlich keine Aufwärtsdynamik kriegen, dann sind wir natürlich hier in der Situation, dass sich, wenn wir durchbrechen unten, das heißt unter entsprechend die Unterlinie vom Keil rauslaufen, dass wir dort dann in die Situation gehen, die Unterseite anzulaufen. Und da sehen wir, was wir haben. Das heißt, dann haben wir erstmal untergeordnet in dem 4-Stunden-Bereich wieder einen Abwärtstrend, der in Richtung des abwärts gerichteten Initialbereich des Tages läuft, das wäre das eine. Und dann natürlich auch noch ein paar Anlaufpunkte, die wir rannehmen können. Wir sehen es hier, das Zwischentief um die 1, knapp 66, 1,066 bitte. Dann den Auffangbereich hier, das den Boden bis jetzt gestellt hat, die Marke von 1,063. Das wären zwei wichtige Anlauflevel. Und wenn wir dann so richtig dynamisch Druck von oben nach unten bekommen, dann kommen die tieferen Level rein. Dann stehen wir nämlich schon relativ flott im Bereich der Zielplanung bei 1,058. Und dann können wir im Tagesschart weiterschauen. Das wäre dann tatsächlich dieser Bereich hier. Und wenn wir unter die 1,058 runterlaufen, haben wir auf Tagesbasis einen validen Abwärtstrend. Und dieser valide Abwärtstrend hat dann als nächsten Anlaufbereich hier mal dieses Drehlevel, als wir von der starken Dynamik nach unten deutlich nach oben gelaufen sind, hier die Marke von 1,053 mit Blick in den Tageschart vom Australdollar, Neuseelanddollar. Und damit bleiben wir noch bei den Währungen. Und zwar schauen wir hier als zweite Währung auf das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Das sehen wir hier momentan auch noch im 4-Stunden-Chart. Ich möchte, bevor ich den 4-Stunden-Chart im Detail bespreche, allerdings noch einmal auf den Tageschart gehen. Und im Tageschart sehen wir, was hier passiert. Wir sind in einer doch deutlichen Abwärtsdynamik drinnen. Wir sehen es, der Markt, auch wenn wir mal in die Woche reinschauen, er kommt eher von oben nach unten, auch wenn, und das ist wiederum der Punkt, den wir momentan weiterhin bei sehr, sehr vielen Währungen sehen. Wir haben hier diese extrem dynamischen Phasen gehabt, ne? Erst dynamisch nach unten, dann dynamisch nach oben. Und jetzt löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Aber wir sehen halt auch immer wieder, dass Kurse von unten stark nach oben gekauft werden. Und wir sozusagen hier immer wieder in Bereiche reinlaufen, wo man doch hohe Schwankungsstärken hat. Und das ist halt hier in diesem Bereich, wenn wir das mal sehen, man schaut euch mal, das wäre hier diese riesengroße Kerze, die wir hier haben. In diesem Bereich, dass diese Außenkerze und da schwankt der Markt momentan einfach drinnen. Aber wir sehen es halt an dieser Stelle, der Markt sucht so ein bisschen immer die Unterseite und das ist so ein Zeichen dafür, dass man durchaus den Druck von oben nach unten bekommt und momentan
immer wieder noch aufgekauft wird, aber wir durchaus die Chancen zur Unterseite suchen können. Und das, ja, das hat mich halt auf die Idee gebracht, hier mal ein bisschen genauer in die kleineren Zeiteinheiten reinzuschauen, weil wir hier an dieser Stelle auch im Tageschart dieses schöne Dreieck sehen, ne? Und wir sehen halt bei diesem Dreieck, dass wir von der Oberseite immer wieder Verkäufer reinbekommen. Ne? Der Markt versucht zwar immer wieder hochzulaufen, aber immer dann, wenn wir in Richtung der Oberseite ranlaufen, kommen wir hier in den Verkaufsdruck rein. Final ist das Ganze hier anscheinend noch nicht ausgestanden. Ne? Wir sehen es, der Markt versucht immer wieder ran. Auch nach dem gestrigen Abverkauf versucht der Markt heute ein bisschen so wieder die Oberseite zu beleuchten. Aber deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, wir gehen mal hier eben in den 4-Stunden-Chart rein. Und schauen uns die Situation mal an, weil wir sehen im 4-Stunden-Chart hier im Dreieck, es trendet schon nach unten. Ne? Das sehen wir ganz klar. Wir haben hier gestern die Umkehr auch bekommen, das haben wir auf der Tageskerze auch gesehen. Und das, was wir hier momentan am Laufen haben, ist halt mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten immer noch die Situation, dass wir noch oben stehen. Das heißt, für eine Entscheidung, die wir hier brauchen, wird dieser Bereich, den ich hier mit diesen beiden Linien markiert habe, sehr, sehr wichtig sein. Oben ist die Oberseite vom Dreieck. Geht es über die 0,9508 rüber, ist es ganz klar erst einmal ein Ausbruchsversuch zur Oberseite hin zu diesem Widerstand hier oben bei 0,954. Wenn das passiert, haben wir auch noch einen kleinen Zwischenanlaufpunkt bei 0,953 mit drinnen liegen. Das ist die Longseite für die kurzfristige Geschichte. Fallen wir allerdings hier unten drunter unter die 0,9465, dann sehen wir es, dann ist der skizzierte Aufwärtstrend, den wir hier haben, definitiv weg. Und das wäre dann auch das Zeichen, dass wir, sollten wir hier drunter durchfallen, also unter diese Außenkerze hier an dieser Stelle, haben wir einen kleinen Abwärtstrend am Lauf. Und das wäre so das erste Indiz dafür, dass der Markt tatsächlich wieder etwas runter möchte zur unteren Dreiecksseite. Und wenn das tatsächlich passiert, dann ist halt das Planungsszenario so, kleiner Abwärtstrend mit Dynamik. Als nächster Anlaufbereich hier das Zwischentief um die 0,9465. Damit wird dann dieser Trend hier auch rausgenommen und dann nach unten zu laufen hier Richtung Zwischentief bei 0,9492. Und was man dann als Anlaufpunkt, als untergeordneten Anlaufpunkt sozusagen noch liegen hat, ist das kleine Zwischentief hier aus diesem Aufwärtstrend. Die 0,9403 ist das in etwa. Das sind planbare Anlauflevel zur Unterseite. Und das alles noch im Dreieck. Also da sehen wir mal, wie viel Luft da entsprechend auch noch drin ist. Und wenn dann tatsächlich der Bruch durchs Dreieck unten runter kommt und wir hier unter die 94,20 fallen, das wäre dann definitiv das Signal, dass der Markt wieder die Unterseite in Gang nimmt, in Gang bringt. Und dann sind wir nämlich hier mit Blick auf den Tageschart weiter nach unten orientiert. 94,2 und 0,9376 sind dann die Marker, die wir durchaus da haben. Und dann haben wir nämlich ein Bild, was aus der Korrektur heraus in Richtung der Trendfortsetzung geht. Und wenn wir da mal in den längeren Bereich hineinschauen und wir tatsächlich hier, das ist jetzt eine sehr, sehr weite mittelfristige Planung, aber einfach nur mal zu sehen, welches Potenzial aus technischer Sicht auch da ist. Wenn wir hier die 93,76, also die 0,9376 rausnehmen, ist der Weg dann nach unten hin frei zum Jahrestief, was wir im März geschrieben hatten, bei 0,9183 definitiv auch offen. Also auch hier im US-Dollar, Schweizer Franken, da kann man durchaus die ein oder andere gute Handelsidee ja, mit rausnehmen. Das quasi zu den drei Handelsideen und damit komme ich noch zur Wunschfrage oder zu den Wunschmärkten. Zwei habe ich jetzt hier bekommen und zwar ist das einmal in den Bereich Hongkong zu schauen, also bei den Indizes, da haben wir ja den HK50 und dann gucken wir noch auf Silber. Das mache ich natürlich beides gerne. Wir starten mal kurz durch mit dem Hongkong 50 hier an dieser Stelle. Wer das Ganze auch mal ein bisschen näher kennen möchte, wissen will, wie das Ganze auch funktioniert, der schaut einfach mal in die Kontraktspezifikationen rein. Da sieht man alle Infos, die man haben möchte, die man braucht fürs Trading, weil das ist ja auch ein Index, der nicht bei jedermann permanent auf der Uhr hat. Da muss man halt auch wissen, wie die Handelszeiten sind. Die stehen auch hier drinnen geschrieben. Das Ganze sollte man sich als Händler tatsächlich auch immer mal anschauen, damit man weiß, wie der Index, den man traden möchte, entsprechend auch tickt und läuft. So, das wäre das eine. Und das andere ist, was wir uns jetzt mal im Chart anschauen. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal ein neues Chartfenster auf und gucken wir uns das ganze Bild mal im entsprechenden Tageschart mit an. So, jetzt mache ich hier mal noch die Trading-Plattform aus. Und dann schauen wir uns entsprechend mal die ganze Chartentwicklung hier an.
heißt also Verortung dieses Indizes. Also Nummer 1, ja, das ist also die grobe Ausrichtung, die wir hier an dieser Stelle machen, ist, so gehe ich die Charts auch immer an. Ich suche, wo wir gerade stehen. Und wo wir gerade stehen, da ziehe ich einfach mal das Ganze rüber. Hier ganz klar, das ist ein ehemaliger Verkaufsbereich, in dem wir hier drinnen stehen. Und dieser Verkaufsbereich wurde angetestet und der Markt hat jetzt hier tatsächlich mit Schwäche reagiert, ne? Das heißt, wir sind hier oben reingelaufen. Es kam zum Abverkauf, wir sind zum zweiten Mal oben reingelaufen, haben jetzt ein tieferes Hoch gemacht und sind hier wieder nach unten reingelaufen. So, das heißt, was wir jetzt an dieser Stelle hier konstatieren müssen, ist, dass wir aktuell zumindest sehen, dass der Markt doch etwas schwächelt an dieser Stelle. Ja? Das sehen wir hier an diesen Punkten immer wieder gerne auch die Trendtechnik mit rein, wenn man hier mal die Kanäle auch zeichnen möchte, beziehungsweise wenn man mal die Tiefs miteinander verbindet. Dann hat man hier, wenn man sich das Bild mal anschaut, schon einen schönen Aufwärtstrendkanal im Bild hier an dieser Stelle. Und damit sehen wir halt auch die zwei Richtlinien, die wir haben, um zu entscheiden, ob wir eher aufwärts gehen oder eher abwärts gehen. Eher aufwärts gehen würde bedeuten, wir laufen hier aus dieser Umkehrkerze nicht in die Bestätigung unten drunter rein, sondern drehen wieder nach oben, nehmen das Kerzenhoch raus und schieben uns hier über dieses Hoch, was wir zwischendrin gehabt haben, also hier oben gab ganz knapp die Marke von 25.282 Punkten. Dann wäre es Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik und dann haben wir durchaus auch das Potenzial, weiter nach oben reinzulaufen. Was haben wir dann oben als Planungspunkte mit drinnen liegen? Als nächster Anlaufpunkt, wo wir einen ehemaligen Verkaufsbereich haben, das wäre dann hier oben dieses Level um den Bereich hier. Da haben wir das Verkaufslevel ganz knapp, die Marke von 25.885 Zählern. Das wäre durchaus ein guter Anlaufpunkt, den wir hier haben, wenn der Markt die Long-Geschichte spielt. Das wäre sozusagen jetzt aus kurzfristiger Sicht mal das Bild für die Chart-Oberseite. Aber dieser Markt, der schaut auch schon ein bisschen angeschlagen aus. Das heißt, wenn diese Bestätigungskerze von gestern oder diese Umkehrkerze von gestern tatsächlich bestätigt wird, dann bestätigt sich auch dieses Bild, dass wir hier ein tieferes Hoch haben. Und das bringt uns dann in die Situation, dass wir eher in die Abwärtsrichtung gleiten. Und wenn wir hier uns dieses ganze Bild mal anschauen, schaut mal, hier unten hatten wir das Zwischentief bei knapp 23.675 Punkten. Und dann sind wir hier in der Situation, wenn wir tatsächlich unten drunter durchlaufen und wir hier nur eine Flagge mit bärischem Charakter sehen, dann sind wir in der Situation, dass sich hier auf der Unterseite zumindest aus aktueller Sicht ein Abwärtstrend bildet und der Markt deutlich tiefer laufen möchte. Und einen Auffangbereich können wir hier in diesem Bereich auch schon mit reinzählen. Das heißt, hier unten dieser Bereich, diese Marke, die ich hier unten eingegrenzt habe, das ist mal definitiv ein Auffanglevel hier, also um die Marke von knapp 22.665 Zählern. Ich ziehe mal hier unten das Ganze rein, also hier ganz knapp, hier, ich habe es mal grob gepackt auf die 22.660. Das ist ein Auffangbereich, der ist durchaus als Anfangspunkt oder Anlauflevel da. Und das wäre dann mal ein Schwungbereich, den man hier ganz grob aus technischer Sicht bringen kann. Oben der Deckel drauf, unten der Boden und das ist der Schwungbereich. Ja, und dann muss man jetzt einfach sehen, wo es weiter hingeht. Und wie schon gesagt, die Marker haben wir ja hier da liegen. Im kurzfristigen Bereich laufen wir tatsächlich oben drüber. Dann 25.885 Punkte als nächster Anlaufbereich. Fallen wir drunter, dann dieses Ping-Pong-Spiel innerhalb der Range zwischen 25.200 und ein paar 80 auf der Oberseite und 22.660 auf der Unterseite, dieses Ping-Pong-Spiel. Und wie schon gesagt, den entscheidenden Marker, den haben wir auch hier im Kanal, Bruch unten drunter mit Bestätigung der Abwärtskerze gestern, das wäre eher das Signal für die Unterseite, hier mit Blick in den Hongkong, also HK50. So, das wäre das und damit schauen wir gleich mal noch in den Silberpreis mit rein. Silber hatten wir ja zuletzt auch als Handelsidee besprochen. Silber hier sozusagen mit Blick in den Tageschart, beziehungsweise hier wurde auch gewünscht, dass das Ganze in der Stunde mit angeschaut wird. Und das mache ich jetzt beim Silber natürlich auch gerne, weil im Silber ist es schon wichtig, dass man die Stunde sich mit anschaut, um diese kleinen Bewegungen, die man dort hat, auch immer wieder mit reinzunehmen. Das heißt, das große Bild im Tageschart, ganz klar, wir sind hier weiter in dieser Seitwärtsphase gefangen. Das heißt, der Markt will nicht so richtig hoch, nicht so richtig runter, aber wir sehen halt oben, der Deckel bei 18.02 hat wieder mal dafür gesorgt, dass der Markt nach unten kam und das Auffanglevel hier unten, was wir identifiziert haben, um die
Naja, das kann man so grob fassen. Hier unten der Boden wurde gebildet um die 1725. Hier sind wir in diesen alten Kaufbereich unten reingelaufen mit diesem Tief, hat dann direkt wieder für Aufkäufe gesorgt. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal im Stundenchart an, was hier läuft und was hier im Silber ganz klar zu sehen ist. Ich mache mal kurz das Bild zusammen, ist, dass wir hier natürlich die Tendenz nach oben immer wieder suchen. Hier oben war der Deckel drauf, da haben wir die Abwärtsdynamik gesehen. Und aus jetziger, aktueller Sicht sieht die Chartsituation so aus, dass wir durchaus Potenzial haben, nach oben reinzulaufen. Wichtig wäre es jetzt an dieser Stelle natürlich, dass wir hier diesen Bereich rausnehmen, um die 1782. Das ist nämlich aktuell ein Widerstandslevel. Und dieses Widerstandslevel müssen wir unbedingt aus dem Markt rausnehmen. Was hier für dieses Szenario spricht, aus rein technischer Sicht, ist die Situation, dass wir hier im Kleinen schon wieder nach oben trenden und das, was wir hier gerade sehen, ist sozusagen, dass wir hier die Bewegung nach oben hatten, hier die Korrektur in einer Art Kanal, also auch hier einen schönen Trendkanal, den wir zeichnen können, hier mal die Oberseite und der Markt hier gerade wieder nach oben ausbricht. Das ist ein sehr, sehr bullisches Zeichen, wenn man das hier mal so betrachten möchte. Und wenn wir uns das Ganze dann mal in den 5-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir halt hier sehr, sehr schön das Ganze nach unten laufen. Schaut mal hier, das ist der Abwärtstrend, den wir hier unten rausgenommen haben. Das heißt, das ist der trendende Markt nach unten. Das ist die Flagge sozusagen, die korrektive Flagge zu dem Aufwärtsschub, den wir vorher schön stark gesehen haben. Und hier brechen wir jetzt drüber und hier sehen wir, jetzt macht der Markt auch gleich wieder Power nach oben, dass wir hier nach oben rauslaufen und das wäre der Ausbruch. Und das ist jetzt das Indiz, dass die Korrekturphase in der Stunde beendet wird und wir tatsächlich nach oben laufen und dieser Ausbruch momentan zumindest jetzt gerade per se bestätigt wird, ne? Wir haben den Schub nach oben bekommen, hier die kleine Korrektur und jetzt den Ausbruch nach oben. Das ist die Bestätigung. Und wenn sich das Ganze weiter fortsetzt, dann ist ganz klar, wo das Ganze hinläuft, oben rein in den Widerstandsbereich bei 1782. Und das Ganze wäre dann wirklich schön zu sehen als Bestätigung, wenn der Markt da drüber schiebt, wäre das bullisch zu sehen. Und wenn wir uns das Ganze dann mal wieder in der Stunde anschauen, wo wir ranlaufen können, wenn diese Marke rausgenommen wird, sind die Anlauflevel ganz klar. Ich ziehe es mal ganz kurz noch mit drauf. Hier oben dieser oberste Bereich um die knapp 1798, 1799. Das wäre das kleine Zwischenhoch, was wir hier gehabt haben. Und dann ganz klar hier oben das Trendhoch ganz um das Level um die 18 knapp 08. Hier oben haben wir auch noch ein kleines Hoch liegen. Das ziehe ich mal noch mit dran. Also hier dieser Bereich 17, das sind, ja genau, also hier, wartet mal, da haben wir das eine um die ja, knapp 18.07, 18.08 und dann hier oben dieses Spike hoch hier drüben aus dem größeren wäre dann der weitere Anlaufpunkt. Also da oben um die 18.07 bis 18.10 haben wir den nächsten Anlauflevel dann und dann kriegen wir hier oben schon die 18, ja, gut 20 ins Visier rein, wenn wir tatsächlich oben rauslaufen. Also wir haben nach oben durchaus Potenzial da und wie schon gesagt, der Ausbruch wird jetzt gerade bestätigt und wenn der über das Widerstandslevel geht, haben wir die Karten nach oben ganz gut ausgerichtet. Ansonsten, wenn man oben abprallt, natürlich wäre das ein sehr, sehr bärisches Szenario. Da müssen wir schauen, was passiert. Und auf der Unterseite liegt dann hier natürlich das kleine Zwischentief. Das wäre dann im Falle eines Abpralls natürlich ein erster Anlaufbereich, den wir haben. Und das Zwischentief hier ganz knapp um die Marke von 1769 mit Blick in den Stundenchart im Silber. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Jetzt schaue ich nochmal in die Facebook-Fragen rein. Da kommen momentan keine weiteren Fragen. Das heißt, an dieser Stelle machen wir einfach mal weiter mit den Nachrichten, die wir hier sehen. Und die Nachrichten, ja, die gucken wir uns an, was diese Woche kam. Das heißt, wir schauen mal auf die wichtigsten Termine in dieser Woche. Und da hatte ich ja gestern in der Vorankündigung schon gesagt, es gab doch einige interessante Zahlen, die doch sehr positiv überrascht haben. Ja? Die Märkte haben das Ganze jetzt zwar so nicht gespielt, aber im Blick oder mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Pandemie, die wir momentan haben, sind das halt so immer wieder diese stetigen Tropfen, die jetzt so kommen, wo man sieht, die Lage bessert sich doch so Stück für Stück, ne? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Kleiner Wermutstropfen, den haben wir in den USA bekommen am Montag. Thema Verkäufe bestehender Häuser, die sind etwas zurückgegangen. Ich denke, dazu, zu diesem Thema werden wir hier an dieser Stelle, muss ich sagen,
glaube ich, im nächsten Beachbook was sehen, was möglicherweise Hintergründe für das Thema Verkäufe bestehender Häuser sind, warum die hier zurückgegangen sind. Da lasse ich mich mal überraschen, was da an dieser Stelle kommt. Am Dienstag sehen wir ein sehr, sehr schönes grünes Bild. Heißt also an dieser Stelle, wir haben ja Einkaufsmanager-Indizes diese Woche bekommen und da war am Dienstag halt der Tag, wo sehr viel drüber lief und das war schön zu sehen. Deutschland, verarbeitendes Gewerbe. Anstieg. Vorher waren es 36,6, jetzt steht die Zahl bei 44,6. Also der Einkaufsmanager-Index ist langsam wieder am Ansteigen. Und das ist schön, weil das verarbeitende Gewerbe damit so ein bisschen positiver in die Zukunft blickt. Und das sind doch recht gute Nachrichten. Dann aus Großbritannien ebenfalls positive Zahlen. Der Gesamtindex ist gestiegen. Der Index für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen sind auch schön angestiegen. Und das sind auch ordentliche Zuwächse, wenn man das mal im Vergleich zu den letzten Zahlen sieht. Das ist sehr, sehr schön. Und aus den USA gab es dann zu den negativen Meldungen bei den bei den Verkäufen bestehender Häuser aus dem Montag gab es da was anderes. Eine schöne positive Zahl bei dem Verkäufen neuer Häuser, ja, und da sehen wir es hier, das ist ein schöner Zuwachs gewesen, 580.000 war die letzte Zahl, jetzt sind wir bei 676.000, das lag auch über den Prognosen, also da sehen wir, dass auch dieser Immobilienmarkt doch relativ robust ist, auch jetzt in der Krise und die niedrigen Zinsen auch doch für den einen oder anderen eine gute Möglichkeit sind, hier an dieser Stelle weiter nach vorne mitzulaufen, also sehr, sehr schöne Zahlen von der Seite her. Eine sehr tolle Überraschung gab es am Mittwoch dann, der IFO Geschäftsklimaindex, da sehen wir aktuell auch eine schöne Erholung. Im letzten Monat hatten wir hier eine 79,7, die Analysten haben eine 85 erwartet, tatsächlich war es eine 86,2, deswegen lacht uns hier auch eine grüne Zahl an und das ist eine schöne Geschichte, die wir hier sehen und da sehen wir halt auch, dass sozusagen in die Zukunft auch schon wieder deutlich positiver geblickt wird. Ne? Das ist halt wichtig. Dann gab es am Mittwoch noch das Thema Öl. Das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen beleuchtet. Da haben wir uns den Chart auch so ein bisschen angeguckt. So richtig kommt der Ölmarkt, muss ich mal sagen, nicht aus der Hüfte. Aber das verwundert mich jetzt nicht bei den aktuellen Daten, die wir uns gleich mal noch mit anschauen, dass die Wirtschaft zwar langsam anzieht, aber wir halt bei weitem noch nicht auf dem Niveau sind, dass wir hier regelmäßig auch Abnahmen im Ölmarktbereich sehen. Das heißt, die Rohöllagerbestände sind wieder etwas angegangen und zwar hier um 1,4 Millionen Barrel hatten wir den Anstieg gesehen. Es gab da schon deutlich schlimmere Zahlen, aber wir sehen halt, wir sind jetzt hier nicht regelmäßig in Rückgängen drin. Ich denke, das Ganze wird sich in Zukunft dabei ändern, wenn wir hier tatsächlich wieder anziehende Wirtschaft haben. Bis dahin wird aber, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit vergehen müssen. Am Donnerstag haben wir dann aus den USA auch eine hochinteressante Zahl bekommen und zwar blicken wir hier ja regelmäßig auch auf das Thema Auftragseingänge für die Wirtschaft. Und da gibt es halt auch eine wichtige Zahl, und zwar ist das der Auftragseingang für die langlebigen Güter. Und bei den langlebigen Gütern, da muss man einfach sagen, das ist eine Zahl, wenn jetzt wieder die Nachfrage oder die Auftragseingänge für die langlebigen Güter ansteigend sind, dann ist das ein sehr, sehr positives Zeichen. Warum ist das ein positives Zeichen? Dass diese Frage oder dieser Kontext, der dahinter steht, der kann sich jeder von meinen Zuschauern hier an dieser Stelle auch selbst relativ gut erklären, wenn man selbst einfach mal überlegt, in der Situation, wo wir jetzt sind, wenn man einfach als Privater mal schaut, man ist vielleicht in einer angespannten Situation im Beruf, man weiß nicht genau, wie es weitergeht und man hat ein Problem mit seinem Auto. Da hat man ja zwei Möglichkeiten. Ja? Man hat ja noch seinen Job, man muss irgendwie auf Arbeit kommen und da hat man halt die Möglichkeit, entweder man lässt das Auto reparieren oder man kauft sich ein neues. So, und wenn man sich das Auto mal anschaut, dann ist jetzt ein Auto eher ein langlebiges Wirtschaftsgut. So. Und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, lieber ein Auto zu kaufen, ein neues, also eine längerfristige Investition zu machen, dann ist das eine ganz andere Aussage, als dass man sagt, naja, ich warte mal lieber ab, nicht, dass das mit dem Job nicht klappt, ich lasse das Auto mal besser nochmal reparieren. So, das ist halt der Kontext. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass die Auftragseingänge für die langlebigen Güter wieder ansteigend sind, dann sieht man halt auch schon, dass wieder in die Zukunft investiert wird. Ja? Und das macht man dann natürlich nur, wenn man daran glaubt, dass die Zukunft sich weiter bessern wird. Und das ist die Nachricht, die hier dahinter steht. Und das ist, denke ich, aus meiner Erfahrung nach ein sehr, sehr positives Statement, was wir hier entsprechend bekommen haben. Was wir noch gesehen haben, ist das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Da steht jetzt hier eine schwarze Zahl. Das ist für das erste Quartal
Ja, das wundert nicht. Das ist gesunken. Es ging ja auch gar nicht anders. Wenn alle Geschäfte zu sind, wo soll denn da ein Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt herkommen? Aber das ist gegessen. Das haben die Märkte schon längst drinnen. Aber es ist halt eine Zahl, die wir hier gesehen haben. Interessant oder, naja, doch interessant war es gewesen beim Thema Erstanträge auf der Arbeitslosenhilfe. Da hat man eigentlich damit gerechnet, dass es nur 1,3 Millionen sind. Es waren aber 1,48 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl hat den Markt etwas enttäuscht. Deswegen haben wir hier das Ganze definitiv im roten Bereich. Das war mal so der Rückblick auf die entsprechende Woche. Und jetzt schauen wir mal noch, was in der nächsten Woche auf uns wartet. Nämlich hier an dieser Stelle eine Woche, wo wir unter anderem auch für die USA eine verkürzte Handelswoche haben. Das sage ich jetzt schon mal vorab. Das sehen wir dann am Freitag. Nächste Woche ist ein Feiertag in den USA. Das sehen wir dann gleich auf der zweiten Seite hier, der Unabhängigkeitstag. Wir kriegen aber auf alle Fälle Montag mit drei Bullenköpfen aus den USA die schwebenden Hausverkäufe. Dienstag geht es weiter aus Großbritannien mit dem BIP. Wir kriegen das Verbrauchervertrauen der EU und aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen. Also auch sehr, sehr wichtige Zahlen am Dienstag. Mittwoch geht es dann weiter mit ein paar Einkaufsmanager-Indizes hier für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Wir kriegen die Arbeitslosigkeiten, wir kriegen das Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien. Aus den USA bekommen wir das Ganze. Wir kriegen am Mittwoch die ADP-Beschäftigungsänderung und das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also, boah, das wird schon eine echte Nummer von der Nachrichtenseite her nächste Woche und natürlich auch am Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände. Und dann geht es weiter am Donnerstag. Und da muss man jetzt mal zweimal hingucken, dass man sieht, in der Woche, wo wir die ADP-Daten bekommen, bekommen wir ja auch immer die Non-Farm Payrolls und das immer am Freitag. Aber weil am Freitag in den USA Feiertag ist, gibt es die Daten schon am Donnerstag. Das heißt, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Arbeitslosenquote gibt es allesamt am Donnerstag nächste Woche. Und wie schon gesagt, Freitag ist dann Feiertag in den USA. Wir kriegen am Freitag noch den Einkaufsmanager-Index aus Großbritannien. Das sind mal so die wichtigsten Daten. Also die nächste Woche wird nachrichtenseits wieder voll der Hammer. Das ist keine schlechte Sache, die da auf uns wartet. Könnte durchaus wieder viele, viele Bewegungen bringen. Wir schauen drauf. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt und das machen wir dann auch wieder jeden Morgen mit Blick in die aktuellen Handelsideen. Und damit sind wir mit dem Thema auch für den Nachrichten durch. Und wir gehen jetzt mal in die Indizes. Zuvor schaue ich nochmal in die Fragefelder rein. Facebook gibt es nicht. Das passt. Was haben wir hier noch im Go-To-Webinar? Da, oh, ach, das finde ich aber ganz lieb. Ein Lob. Vielen Dank für den Ausblick. Es war eine sehr interessante Woche und sehr gut geführte Webinare. Ich verspreche, die nächste Woche wird genauso interessant, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter, wenn wir hier die Daten entsprechend sehen, die nächste Woche auf uns warten. Aber das Interessante an der Handelswoche war auch das, was bei den großen Indizes passiert ist, und das machen wir jetzt noch in der letzten Zeit. Da nehmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten, um mal immer reinzuschauen in die großen Indizes, und da gehe ich jetzt an dieser Stelle. Oh, Leute, schaut euch Silber an. Ich werd verrückt. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht total crazy? Es ist mal schön, dass wir hier in der Lage sind, dass wir sowas, so eine Signallage, wie ich die gerade auch besprochen habe, dass wir wirklich mal sehen, wie das Ganze live funktioniert. Ich muss, bevor ich auf die Indizes komme, Leute, lasst uns hier nochmal kurz reinschauen. Es ist das nicht irre? Ich hatte's gerade angesprochen, die Flagge in der Stunde. Wir haben gesehen, die Bestätigung hier an dieser Stelle, und dann bäm, direkt oben rein in den Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich. Da oben, das ist einfach krass, wenn man mal sieht, was für ein Bums dahinter stecken kann. Und wenn man auch mal sieht, wenn wir relativ nahe Anlaufpunkte haben. Also, ich sage ja immer, es ist immer gut für einen Trade zu wissen, wer nach einem kommt. Und wenn man tatsächlich die Wahrscheinlichkeit auf der Uhr hat, dass man so viele Käufer, die möglicherweise hier short in den Markt gegangen sind, an diesen Stellen hier liegen hat, an diesen kleinen Zwischenhochs, dass da richtig Dynamik kommen kann und man das sieht, wie der Markt sowas ausspielt, das ist schon wirklich irre, echt Wahnsinn, wie schnell der Schnaps hier nach oben ging. Es war auch relativ fix zu sehen. Wir waren ja bei 1,77, bei 17,77 und sind dann hochgelaufen bis 82, aber trotzdem schon mal irre. Das war jetzt der Ausbruch und jetzt wird es hier im Silber wirklich interessant zu sehen, was hier oben passiert, ob das nur ein Strohfeuer war oder ob wir oben im Widerstand weiteres Kaufinteresse bekommen. Echt klasse, freue ich mich. So, das dazu. Und damit gehen wir jetzt mal in die Indizes. Wie schon gesagt, wir machen hier mal nackte Fenster. Das heißt, ich gehe jetzt mal nicht in die Indizes, die ich immer schon eingezeichnet habe, sondern wir starten jetzt hier einfach mal mit einem Blick in den DAX an dieser Stelle.
und mache das Ganze mal nach oben hin offen. Das heißt, hier gucken wir uns den DAX jetzt an. Ich nehme jetzt mal hier noch ein paar Sachen raus an dieser Stelle. Das heißt, hier halt das Handelstool ausschalten. Ich kenne mich, ich habe hier schon mal Trades abgesetzt während meiner Webinare. Die will ich natürlich jetzt hier nicht haben. Im blödesten Fall passiert genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. So, Jupp, gucken wir uns das Ganze mal an. Tagesbasis im Chart. Hui, ging das nach oben, aber auch ordentlich nach unten. Wir haben jetzt hier den Tag im DAX. Ich zoome mal etwas näher ran. Was wir hier sehen, ist ganz klar. Moment, das war zu weit gezoomt. Ich muss hier vorher noch mal an eine Stelle rein und zwar ein paar wichtige Marker mit reinzeichnen. Hier, Moment. Also, ich zeichne mal ein. Nummer 1. Hier oben um die 13.000-Punkte-Marke haben wir ein fettes Widerstandslevel. Das ist Nummer 1. Was ist am Widerstandslevel passiert? Rangelaufen, abgeprallt. Was wir vorher gesehen haben, wartet mal, ich muss jetzt mal ganz kurz hier noch kurz das Trading-Tool reinlegen, die Charterkennung hier, das MTON Live, dass wir das mal mit drinnen haben. Das macht mir nämlich, das nimmt mir ein bisschen Arbeit ab, die Trends entsprechend zu zeichnen. Deswegen möchte ich das mal gerne reinlegen. Was wir als wichtigen Punkt auch gesehen haben, jetzt aus der Vergangenheit heraus, war, dass wir dieses Level hier rausgenommen haben. Also dieser Bereich hier drüben, um das Zwischenhoch, was wir gehabt haben in dieser starken Abwärtsdynamik, ist rausgenommen worden. Also das ist sehr, sehr bullisch zu sehen. So, was wir jetzt noch sehen ist, wir sind hier oben abgeprallt. Heißt also, die Marke von etwas unter 13.000 Punkten wurde hier zum Verkauf benutzt. Das heißt, dieses Widerstandslevel zeigt uns hier eine sehr, sehr starke Relevanz zur Oberseite. Also, das war negativ. So, was wir jetzt an dieser Stelle sehen, ist eine, ich sage ich mal, eine Pendelei um diese Marke hier drüben. Also ganz knapp die Marke zwischen 12.100 und 12.000, knapp 300 Punkten. Dieser Schwungbereich hier, der wird momentan vom Markt gesucht. Und jetzt wird es halt sehr, sehr wichtig zu sehen, was der Markt hier weiterspielt an dieser Stelle. Und in puncto Weiterspielen möchte ich noch mal kurz fundamental auf was eingehen. Das gilt jetzt nicht nur für den DAX, sondern das gilt auch für die Indizes, die wir uns gleich noch beleuchten. Und zwar haben wir ja in dieser Woche auch wirklich sehr, sehr schöne Zahlen bekommen. Wir haben es ja gerade gesehen, die Wirtschaftsindikatoren, die hellen sich so langsam wieder auf. Also es gibt durchaus schöne Bilder, die wir hier sehen können. Eine andere Sache flammt aber momentan wieder auf, oder eigentlich sind es zwei. Nummer eins, wenn es ein bisschen besser geht und das Thema Wahlkampf kommt, dann holt Trump mal wieder hier die Keule mit China raus, Handelszöllen, bla bla bla. Das ganze Zeug, den ganzen Kram, das kennen wir ja alles schon. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die wir hier mit im Hinterkopf behalten müssen, ist eine erneute Aufflammung von Covid-19-Fällen. Ne? Es gab ja hier sozusagen nach den Hochs, die wir gehabt haben, das ist jetzt mal hier der Blick in die USA, nach den Hochs, die wir gehabt haben, gab es doch sehr, sehr deutlich eine schön zu sehende Abnahme der täglichen Fallmeldung. Was wir jetzt hier seit Anfang Juni wieder sehen ist, wir haben wieder regelmäßig steigende Zahlen. Und das darf man bitte schön nicht aus den Augen verlieren. Das könnte dazu führen, dass es wieder Lockdowns gibt. Ja, das sehen wir ja auch bei uns in Deutschland. Die steigenden Zahlen in gewissen Regionen führen dazu, dass es Einschränkungen gibt. Ja, die Leute in den entsprechenden Gebieten, die merken das jetzt ganz stark. Ja, man geht jetzt nicht davon aus, dass es wieder einen nationalen, sag ich mal, Lockdown geben wird. Also weder in den USA noch hier bei uns in Deutschland, sondern das werden immer so punktuelle Sachen sein, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und wir sehen aber, dass diese Fälle wieder auftreten, vermehrt und die Fallzahlen wieder ansteigen. Und das bringt doch den ein oder anderen Trader in die Situation, etwas unruhig zu werden. Das ist hier mal der Blick auf die aktuellen Zahlen in den USA. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal weltweit an. Und weltweit sehen wir ganz klar, dass wir hier sozusagen diesen rasanten, massiven Anstieg im März gehabt haben. Dann hatten wir hier so von, sag ich mal, April bis Mai so eine leichte Stagnation. Der Virus ist halt durch die Welt gewandert. Ja, wir haben ja die letzten sehr, sehr starken Fallzahlen auch in Südamerika gesehen. Und das ist halt das, was jetzt das Ganze nach oben führt. Sehr, sehr starker Anstieg hier an dieser Stelle zu sehen. Und das sind so Fakten, wo der ein oder andere doch sagt, okay, es könnte durchaus hier noch einmal zu wirtschaftlichen
Wirtschaftseinflüssen kommen, wenn wir das in anderen Ländern sehen, wenn sowas beispielsweise auch wieder in China doch eine größere Runde macht und es wieder zu Werksschließungen kommt und nochmal zu einer kurzfristigen Unterbrechung von Lieferketten. Also da kann man diverse Szenarien sozusagen draus bauen und das muss man immer so ein bisschen mit im Kopf haben, dass man hier an dieser Stelle dieses Szenario mit dem Thema Covid-19, das ist halt längst noch nicht vom Tisch und das wird immer mal so ein bisschen aufflammen. Ne? Und das gibt halt jetzt den Tradern die Gelegenheit zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, hier mal so ein paar Gewinne auch vom Tisch zu nehmen. Und das Ganze sieht man auch bei den Indizes, dass die nicht so einfach lockerflockig nach oben rausgehen, sondern an dieser Stelle sozusagen hier, naja, etwas seitwärts laufen, beziehungsweise die Tendenz immer mal auch so ein bisschen nach unten entsprechend sehen. Und das mit Blick auf den DAX ist halt jetzt wirklich sehr, sehr interessant, auf der aktuellen Situation zu sehen. So, und jetzt kommen wir mal dazu, dass wir hier auch mal noch ein paar Marker sagen oder ein paar Marker setzen. Also Punkte, die hier im DAX wichtig sind, sind erstens hier oben die Marke knapp 12.450 bis 12.500 beziehungsweise 600 Punkten. Das hier oben, dieses Level, wurde in den letzten Versuchen immer wieder zum Abverkauf genutzt. Wenn wir da tatsächlich oben drüber gehen, wäre das schon sehr, sehr bullisch zu sehen und dann die Chance zur Oberseite hin. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das muss man meiner Meinung nach aber momentan deutlich auch auf der Uhr haben, ist, wenn wir hier zu einer Verschärfung der ganzen Situation kommen, beziehungsweise wir auch das sehen, was wir nicht selten sehen, dass jetzt gerade zur Mitte des Jahres die Fonds haben ihre Bilanzen für das Halbjahr entsprechend erstellt. Es kommt hier in diesem Bereich durchaus immer auch mal wieder zu Umjustierungen in den Fonds zum Aufbau von Cashquoten und Ähnlichen. Wenn die natürlich noch mit dazukommen, dann bringt das auch immer so ein bisschen Druck auf die Märkte. Und das könnte dann dazu führen, dass man durchaus die Unterseite beleuchtet. Und Leute, an dieser Stelle muss man einfach auch sagen, wir sind so weit gelaufen, dass eine etwas tiefere Korrektur definitiv nicht ausgeschlossen ist. Und da schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wo wäre denn ein Anlaufpunkt? Im Punkto auf diesen großen Trend hier an dieser Seite sehen wir ganz klar hier, wo die große Trendentstehung war. Das heißt hier, wenn man das Ganze mal namentlich oder mit einer Ziffer belegen will, ist das durchaus der Bereich um die 12.300 bis 12.400 Punkte Marke, den wir durchaus nach unten anlaufen können. Ja, hier haben wir nach unten einen kleinen Unterstützungsbereich, ganz knapp. Moment, hier in diesem Bereich um die Marke von hier, das ist dieser Bereich ganz knapp um die Marke von 11.500 Punkten. Der wäre durchaus anlaufbar. Und wie schon gesagt, wenn wir hier drunter durchbrechen sollten, ohne weiteres 11.3, 11.4 sind durchaus drin, ohne diese ganze große Aufwärtsdynamik auch wettzumachen. Ja, das ist das mit dem DAX und das würde so ein bisschen auch das Szenario bestätigen, dass wir hier oben nicht drüber kommen und wir schon leicht fallende Tiefs haben. Also wenn man mal diesen kleinen letzten Aufwärtsschub angibt, der ist ja auch rausgenommen und das sind die Marke, die wir durchaus auf der Unterseite mit im Punkto oder mit im Petto haben sollten. Das heißt, wenn wir kurzfristig tatsächlich hier unten drunter laufen, unter diesem Bereich, unter die 12.000 Punkte Marke, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir hier eher in Richtung 11.8, 11.5 beziehungsweise 11.3, 11.4 nach unten laufen, um das Ganze rauszunehmen. Klassisch aus charttechnischer Sicht und würde auch in das passen, was wir im Sommer auch mal immer sehen, wenn es hier zu, ja, sag ich mal, Gewinnmitnahmen kommt, kurzfristiger Natur. Aber das hat ja für den kurzfristigen Trader auch einen gewissen Charme, wenn wir unten planbare Anlaufpunkte haben. Hier der Blick in den deutschen Leitindex. Dann schauen wir in die USA. Ich ziehe jetzt hier mal den Dow Jones mit rein. Den Dow Jones, den haben wir ja gestern entsprechend auch schon besprochen in der Handelsidee, mit Blick, na, jetzt baut sich der Dow noch auf, da haben wir ihn, genau, also mit Blick in den Dow, da sehen wir jetzt hier auch, wartet mal, ich muss mal kurz die Handelsplattform wieder ausmachen, im Dow sehen wir ein ähnliches Bild wie das, entschuldigt, der Frosch ist zurück, hier an dieser Stelle sehen wir ein ähnliches Bild wie im DAX. Das heißt, schaut euch das Ganze an. Hier oben dieser Bereich um die 27.100 Punkte Marke. Das war mal das Level des alten Hochbereichs, das wir in diesem Abverkauf gesehen haben, hier an dieser Stelle. Und das ganze Level wurde halt genutzt, um komplett mal abzuverkaufen. Das war Nummer 1. Nummer 2, was wir hier mittlerweile konstatieren müssen, wäre mal dieses Level hier drüben. Das hier, dieser Schwungbereich, den wir hier haben, um die Marke von 24.800 bis 25.300. Das ist schon ein relativ großer Schwungbereich, aber er ist halt einfach da. So, das heißt, das ist dieser Bereich, als sich der Trend hier oben fortgesetzt hat.
Der wurde jetzt hier wieder angetestet. Und jetzt wird halt hier auch sehr, sehr spannend zu sehen, bekommen wir denn auch hier erst einmal so einen, sage ich mal, einen kurzen Rückschub, einen kurzen Rückzieher. Würde mich auch hier nicht wundern, aus technischer Natur, der Feiertag liegt nächste Woche vor uns, wenn der ein oder andere Händler hier doch ein bisschen mehr in Deckung geht an dieser Stelle. Heißt also hier Marke, die wir auf der Uhr haben müssen, auf der Unterseite ganz klar. Wir haben dieses kleine Zwischentief um die Marke von 24.550 Zählern. Der Markt trendet hier so ein bisschen was nach unten. Der hat gestern diesen Unterstützungsbereich angelaufen und ist nach oben gegangen. Also gestern war hier ein positiver Tag im kleinen Bereich und das kam auch aus einer guten Runde raus. Schaut mal hier, der letzte Bewegungstrend, der hier nach oben lief, hatte ja hier im Bereich um die 25.300 Zähler einen Drehpunkt, ne? Und der hat hier schon mal dafür gesorgt, dass der Markt deutlich nach oben gekauft hat und das Ganze halt gestern wieder. Wenn das Ganze jetzt abverkauft wird, ist das durchaus kurzfristig als Anzeichen, dass wir doch deutlich runter werden. Und dann kommt dieses Support-Level hier unten wieder rein. Und wenn wir hier tatsächlich unten drunter laufen, das heißt auch hier einen kleinen Gegentrend machen unter 24.550 Zählern, das wäre dann die Situation, dass die Orientierung auf die Unterseite kommt. Und wenn wir mal schauen, aus technischer Natur, wo wir da reinlaufen können, dann haben wir hier unten wieder mal diesen schönen Drehbereich um die Marke von 23.000 Punkten. Und das wäre dann durchaus auch mal ein Testlevel, ein Anlauftestlevel für die Unterseite und das Ganze hier im DAU auch als Korrektur für diesen schönen, starken, dynamischen Aufschub. Das wäre mal ein Zeichen vom Markt, dass wir hier durchaus die Dynamik auch nach unten sehen, dass man das Durchatmen sieht. Und das ist auch das vom Charme her für die kurzfristigen Trader, was man unten drinnen hat. Und wie schon gesagt, wenn hier tatsächlich in diesen Support-Leveln Verkaufsdruck reinkommt, könnte das wirklich auch für schöne, dynamische Bewegungen entsprechend an den Märkten sorgen und das Bild nach unten bringen. Also wir haben durchaus schöne Marker auf der Unterseite, die man haben sollte. Und gesund wäre es aus technischer Sicht alle Male, wenn wir hier aus dieser großen, starken Bewegung nach oben etwas tiefer korrigieren. Dann haben wir wieder schöne Kauflevel, die wir durchaus in Ruhe dann mitnehmen können. Also auch hier mit Blick in den DAU sehr, sehr interessant, was hier passiert. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im S&P 500 an und dann gehen wir noch auf den megamäßigen Bullen in den USA, das wir hier haben, und das blicken wir uns dann gleich in Kürze an. So, also hier an dieser Stelle der Blick in den S&P 500. So, da ist er da. Da ist es. Hier das Level. Ich kann hier, eigentlich hätte ich die Bilder komplett spiegeln können, weil das Marktverhalten ist absolut identisch. Das heißt, schauen wir mal rein. Hier Supportbereich, hier oben Widerstandsbereich beziehungsweise weiterer Widerstandsbereich hier in diesem oberen Verkaufslevel. Das sind mal so die Marker, die wir hier an dieser Stelle haben. Und diese Marker werden vom Markt gespielt. Und da können wir wirklich sehr, sehr schön auch reingehen und das Ganze ranlaufen. Was jetzt natürlich extrem wichtig ist an dieser Stelle, ist hier zu sehen, was passiert jetzt? Die reine technische Sache ist genauso, wie ich es gerade beim DAX erklärt habe und auch wie ich das Ganze gerade beim DAU erklärt habe. Wird dieses Zwischentief hier abverkauft? Ne? Und namentlich können wir diesen Bereich hier mal ganz grob festschwingen um die ja, 2950 bis 2970 Punkte Marke. Also dieser Drehbereich hier, der ist schon mal angetestet worden. Und auch hier im S&P 500 sehen wir im kleinsten Bereich schon wieder einen nach unten trendenden Markt. Und dieser Trend hat durchaus das Potenzial, sich fortzusetzen, nach unten zu laufen. Und wenn wir hier mal den höheren Markt auch mit reinschauen, schaut mal hier unten, dieses Level um die 2950 Punkte-Marke ist sehr, sehr interessant. Wird dieses Level nach dem ersten Test, im zweiten Test abverkauft, dann haben wir den nächsten schönen Auffangbereich auf der Unterseite. Und das haben wir hier an dieser Stelle. Nehme ich mir einfach mal, dass das unten wäre, dieser Bereich. Also, dieser Bereich ist durchaus interessant. Hier die Punktemarke um die 2750 bis 2800 Punkte. Das ist ein durchaus planbarer Anlaufpunkt für die Unterseite, die wir hier im S&P 500 sehen können. Und die sollte man als Händler durchaus auch auf der Uhr haben. So mal ganz grob. Und das wäre dann natürlich auch die Korrektur der letzten starken Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben. Und wenn dieses Kauflevel hält, hier, wir sehen es, wie wichtig das für den Markt auch schon gewesen ist, dann wären das auch gute Einstiege wieder. Und bis da unten hin haben wir doch einiges an Planbarkeit mit liegen, das man durchaus auch für den ein oder anderen Trade mit nutzen kann. Das werde ich dann natürlich wie immer hier morgens in den Briefings mit auf die Uhr nehmen. Und damit gehen wir nochmal zum Nasdaq. Also hier US-Tech und da haben wir hier den absoluten Oberbullen, den wir hier sehen. Heißt also hier
Allzeithoch in diesem Index auch schon. Und momentan sehen wir, da oben kommt der Markt nicht vom Fleck. Also das Bild in diesem Index ist ein komplett anderes als das, was wir in den vorhergehenden Indizes gesehen haben. Dieser Index steht hier auf einem wirklich extrem hohen Level. Was ich hier an dieser Stelle mal noch zeigen möchte, ist, wartet mal einen kurzen Augenblick, jetzt muss ich mal kurz die Indikatoren mit reinnehmen. Ich möchte hier an dieser Stelle mal kurz den 200er Tagesdurchschnitt mit reinlegen. Den lege ich rein als einfachen Tagesdurchschnitt. Und an der Stelle will ich mal kurz rein charttechnisch auf ein Bild eingehen. Weil was wir hier ganz klar sehen ist, dass der Aufwärtstrend, der sich hier unten seit März gebildet hat, der ist intakt, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist brutal, was da nach oben abläuft. Aber was man bei diesem Index ein bisschen sehen muss, ist die Entfernung zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Der ist wirklich in einem Extrem momentan wieder. Ja, wenn man sich das mal ausschaut, hier das gleiche System oder ähnliches hatten wir hier gehabt, wenn wir uns das mal anschauen, wie weit dieser Index hier vom SMA 200 weg gewesen ist und dann gab es die ordentliche Gegenbewegung. Und jetzt sind wir halt auch wieder weit weg und zwar deutlich weiter weg als hier drüben. Also wenn ich dieses Dreieck, hoppala, mal kurz reinnehme, einfach mal mit rübernehme, dann sehen wir, wenn ich das mal oben ransetze, dass wir hier ordentlich weit weg sind, sogar noch ein Stückchen weiter weg wie beim letzten Mal. Das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, einfach nur mal das Bild wirken lassen und dann schauen, was an den Märkten passiert. Und das ist jetzt halt an dieser Stelle wichtig, weil die gesamte Chartkonstellation ist hier ja deutlich anders als in den vorher betrachteten Indizes. Aber diese Situation, dass es hier zu einer deutlichen Gegenbewegung kommen kann, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Ja? Und ohne Probleme kann der Index ja auch entsprechend deutlich tiefer reinlaufen. Ja? Und das ist das, wo wir uns hier beim Nasdaq mal so ein bisschen die Detaillupe mit anschauen müssen. Das heißt, hier muss ich mal wirklich ein bisschen mit ranzoomen und mal die kleineren Zeiträume mit reingehen. Das heißt, dass wir uns hier einfach mal anschauen, was wir hier haben und aus aktuell gegebener Sicht sticht hier, wenn man das jetzt mit diesem Trenderkennungstool einblendet, wird das für den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen besser ersichtlich. Deswegen habe ich es mal gemacht. Hier sticht momentan eine Marke sehr, sehr stark ins Auge. Und zwar schaut euch das Ganze mal an. Hier unten, dieser Bereich, ich mache das mal kurz in grün. Das ist ein Support-Level. Und das ist ein wichtiger Bereich. Ein wichtiger Bereich aus der Sicht, weil wir hier an dieser Stelle einen untergeordneten Support haben. Hier. Dieser Bereich, diese Marke von knapp 9.890 Punkten. Bricht der unten weg, wäre das ein erstes Indiz dafür, dass auch hier Gewinne vom Tisch genommen werden. Und dann haben wir natürlich den Weg nach unten. Und wenn wir hier mal Anlauflevel dann nach unten hin suchen, dann haben wir die natürlich auch gut gefunden. Das heißt, was interessante Anlaufmarken sind, wäre mal dieser Schwankungsbereich hier unten um die 9.370 bis 9.400 Punkte Marke. Das wäre mal ein erster starker, wirklich guter Anlaufbereich, den wir hier haben. Und das wäre mal auch ein Level, wo man ohne weiteres die Korrektur erstmal reinsehen können oder kann und das Ganze hier entsprechend auch zu sehen. Und das sind Marker, die wichtig sind. Ne? Und das Umdrehlevel haben wir hier. Dieser Bereich, wenn wir uns das auch mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen wollen, an dieser Stelle, wenn man das mal so reinnimmt hier, ich suche es mal kurz etwas näher zusammen, dann sehen wir schon hier auch mit den Trendseinzeichnungen, sieht man es auch gut, dass diese Marke hier unten, dieser Bereich doch vom Markt gesucht wurde. Da sind immer wieder Käufer reingekommen und wenn wir da jetzt tatsächlich einen Abverkauf bekommen, wäre das mal ein ganz, ganz klares, deutliches Zeichen dafür, dass der Markt auch nach unten sucht. Und wenn wir es mal sehen, wenn hier die Marke durchaus weggenommen wird, dann ist der Weg erstmal relativ flott frei hier unten rein in den Bereich bei 9.400 Punkten im Nasdaq. Und das ist das, was man auch hier schön sehen kann. Da bleibt es also auch sehr, sehr spannend.
und wir werden sehen, wie das Ganze in der nächsten Woche weiterläuft. Damit hätten wir die großen Indizes auch allesamt besprochen. Weitere Fragen sehe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Und jetzt habe ich auch ja, wieder über eine Stunde hier die Zeit in Anspruch genommen. Danke fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, es war interessant. Es waren ein paar gute Trading-Ideen dabei. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche Montag um 8.30 Uhr. Das Research am Sonntag werde ich natürlich wie immer auch eher schon veröffentlichen. Heißt an dieser Stelle, da gibt es die Vorbereitung für den Montag und wir sehen uns dann wieder. Jetzt wünsche ich allen erst einmal einen interessanten Trading-Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin, tschüss, bis Montag und danke.